Aus noch ungeklärter Ursache ist heute früh ein Zweifamilienhaus in Sindelfingen in Brand geraten. Ein Zimmerbrand im Erdgeschoss breitete sich schnell auf das gesamte Haus aus. Die Feuerwehr rettete 6 Personen und einen Hund aus dem brennenden Gebäude. Die Bewohner wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus gebracht. Insgesamt waren rund 90 Rettungskräfte im Einsatz. Laut Polizei beläuft sich der Schaden auf etwa 150.000 Euro.